Und damit herzlich willkommen zu Immortal Phoenix Rising. Ich werde jetzt doch nochmal Anlauf auf dieses Rätsel da unten nehmen. Und dazu entsorgen wir noch einmal diesen Drachenbären oder was auch immer das ist. Erstmal die Zusatzfeinde vom Plan weg. Ja, wir können göttliche Münzen einsetzen, aber wir sammeln ja erstmal. So. Gucken wir uns das hier doch nochmal richtig an. Hier muss ja irgendwas rundherum sein. Aha. Okay. Oh. Nicht gut. Laserstrahlen. Okay, wir brauchen auf alle Fälle einen Stein. So viel ist schon mal klar. Und dann legen wir den Stein hier hin. Stellen uns hinter die Laserstrahlen. Gucke mal. Ja? Das läuft. So, und jetzt ist das Schieberätsel frei. Lass mich mal gucken. Also, der gehört auf alle Fälle. Ich würde mal sagen, der bleibt auf der Seite. Der gehört hier hin. Und der gehört auf alle Fälle dahin. Ja, jetzt ist die Frage. Wie kriegen wir den da oben? Dahin, aber theoretisch. So, mal ganz einfach gemacht. So, den darüber. Den da hoch. Und die darüber geschoben. Hupp. Zeigt ihn doch, wie er da am Schmieden ist mit seinem Roboter. Hä? Charons Münzen. Tja, Daedalus. Ist schon dumm gelaufen. So, was haben wir hier? Na guck, die hatten wir schon eingesammelt.
Würde mal sagen, wir nehmen uns mal hier. Und so machte sich Phoenix auf in die Schmiedelande, um einen der Hinweise zu Daedalus Schatzkammer zu entdecken. Finde einen Hinweis, der zu Daedalus Schatz findet. Das könnte interessant sein. Guck mal, hier sind auch schon die ganzen Rätsel, die wir gelöst haben von den Sternbildern. Der komische Hirsch hier hat was, aber ich glaube, ich meine, das Zebra sah auch nicht schlecht aus, ne? Huse. Aber ich glaube, ich finde den immer noch cooler. Questbereich. Oh, dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Überraschung, Jungs. Wenn man ein Schild hat, muss man den doch auch unten lassen, du Idiot. So, habe ich sie gut erwischt? Das ist ein Zeiträtsel hier. So, ist es das hier? Das kann nicht das Rätsel sein. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist es nicht. Also das Rätsel ist ja hier.
Aber den Käse habe ich doch, glaube ich, schon gelöst hier, oder? Obwohl, guck mal, da liegt noch eine Kugel drin. Das ist hier doch ein Sternrätsel, was ich noch offen habe. Was ist das denn hier für ein Rätsel? Dreitausend Jahre später. Der Hinweis sein. Wo bist du, Hermes? Zeig dich! Oder lässt du jetzt dieses Menschlein deine Kämpfe austragen? Nun, so sei es.
Man kann es mal sehen, was Hermes für ein Feigling ist. Und die Begegnung ist zurückgesetzt worden, oder? Darf ich nochmal? Ja, ich darf nochmal runterkämpfen. Ah. Schwingendes Zeus. Der größten Kriegerin muss eine Entscheidung fallen. Nur nicht zu verkopft. Ein Schatz hat eine eigene Mechanik. Und ein Schlüssel. Phosphor, den Göttern sei Dank, du bist wohl auf. Er sagt, du hast den Greif entkommen lassen. Was, wenn ich ehrlich bin, gut so ist. Man könnte denken, von einem Greif durch die Lüfte getragen zu werden, wäre wundervoll. Aber lass mich dir berichten, es stimmt nicht. Außerdem habe ich eine Katzenallergie. Es gibt immer ein nächstes Mal. Man lernt nie aus. Oh, der war gut. Er meint, du wärst ein armseliges Kriegerexemplar. Wie gefällt dir dein Vögelchen bis jetzt? Naja... Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Rom? Das Haus meines Nachbars. Der hatte so viele Söhne und musste immer mehr Zimmer anbauen. Aber dann sind alle an einer Seuche gestorben und jetzt ist es ein Gasthaus namens Rom. Benannt nach dem ältesten Sohn. Möge Charon ihm sichere Überfahrt gewähren. Oh, das Schiff ist abgesegelt. Rom hatte keine Münzen, also hat der Kerberos ihn gefressen. Rom, 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 Rom. Nein? Nichts? Abgeschlossen, Adlerauge. Huhu. Daedalus Schlüssel. Einmal ausprobieren wenigstens die Schwingen des Zeus. Und guck mal, hier geht's weiter. Du betrittst die Höhle des Krieges.
Ja, aber ganz ehrlich, auch da finde ich meine Schwing besser. Ambrosia erworben. Läuft. Ich würde sagen, hier ist noch ein Sternenrätsel, was wir uns dann wahrscheinlich nächste Mal vornehmen. Kessel der Kirke, da müssen wir eigentlich zuerst hin. Wo ist der denn? Da oben. Nur noch 4 Heiltränke. Jetzt wird es nämlich langsam kritisch mit den Heiltränken, ne? So, einmal rundherum die Zutaten noch einsammeln und dann haben wir es gleich. Ja, 12 neue Heiltränke. Perfekt. So, und jetzt können wir uns beim nächsten Mal um die Rätsel hier kümmern. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.